So wie jeden ersten Samstag im September wurde auch dieses Jahr wieder zum traditionellen Seifenkistenrennen quer durch die Nordhäuser Altstadt eingeladen. Vor 7 Jahren habe ich hier im Südharz-Krankenhaus gelegen mit einem gebrochenen rechten Handgelenk. Mein Bettnachbar war der Michael Henze, der hat das linke Handgelenk gebrochen. Wir konnten also die Kiste Bier wunderbar ins Südharz-Krankenhaus tragen und haben dabei auch eine Idee geboren, also hier für die Altstadt etwas Belebendes einfach auf den Weg zu bringen, und zwar ein Seifenkistenrennen zu organisieren. Und das tun wir mittlerweile jetzt schon auch im verflixten siebten Jahr, und hat sich zu einem kleinen Volksfest-Event auch entwickelt, und ja, da sind wir einfach ganz stolz drauf. Nachdem sich alle angemeldet hatten und ihre Nummern besaßen, ging es in einem Schaulaufen gemeinsam den Berg rauf. In der Barfüßerstraße auf Höhe des Flohburg-Neubaus baute sich eine lange Warteschlange hinter dem Startpunkt auf. Als erstes starteten 11 Teams in der Altersklasse zwischen 8 und 16 Jahren. Nach insgesamt 15 Abfahrten kamen dann die 17- bis 99-Jährigen dran. Dort kämpften auch 11 Teams in 18 Läufen um den Sieg. Die Anschieber waren neben der guten Fahrtechnik in der Spitzkehre beim Eiscafé von entscheidender Bedeutung. In allen Seifenkisten steckte merklich viel Liebe. Die mechanische Qualität war aber sehr unterschiedlich. Doch nur wenige Wagen waren mit solch eiernen Reifen unterwegs oder mussten wegen falscher Bereifung unterwegs noch einmal angeschoben werden. 300 bis 350 Besucher fanden laut Veranstalter den Weg zum Rennen. Das bunt gemischte Publikum war bei sommerlichen Temperaturen begeistert dabei. Die Fahrer kamen ohne Blessuren davon. Eine Seifenkiste fuhr allerdings nach der Spitzkehre alleine die Elisabethstraße weiter und verletzte dann eine Zuschauerin am Bein. Naja, wenn man sich das Wetter anguckt, die Zuschauer waren begeistert dabei, das war alles gut. Wir hatten leider 2 kleine Unfälle. Da wünschen wir natürlich erstmal den Betroffenen gute Besserung. Es waren ja nicht die Fahrer, die betroffen waren, die sind glücklicherweise gut weggekommen. Es waren Zuschauer leider betroffen. Bei einer Frau ist die Kiste leider übers Bein gefahren. Aber wie gesagt, wir haben sie ins Krankenhaus fahren lassen, wünschen ihr von hier aus gute Besserung. Nach den Informationen aber ist es nicht ganz so schlimm. Das Spitzenfeld bei den Erwachsenen lag nur wenige Sekunden auseinander. Die ersten 10 hatten keine 5 Sekunden Abstand. Das Team, die Gelifteten, fuhr Bestzeit mit 35,53 Sekunden. Bei den Kindern fuhr die Kiste Schwarzer Peter mit 37,4 Sekunden auf Platz 1. Im Anschluss an das Rennen gab es auf einem extra gezimmerten Podium die Siegerehrung für die tollkühnen Rennfahrer. Die erwachsenen Gewinner durften sogar, wie im richtigen Motorsport, die Anwesenden mit Sekt bespritzen. Der Zweitplatzierte in der Altersgruppe 17 bis 99 Jahre war schon 2-mal Gewinner des Rennens. Also es gibt schon viele, die seit vielen Jahren dabei sind und für die das ein fester Termin ist, der erste Samstag im September des Jahres. Wie gesagt, darauf richten sie aus, überholen die Kisten dann im Jahr und dann geht's los. Alle Beteiligten freuten sich anschließend schon darauf, nächstes Jahr wieder dabei zu sein und vielleicht noch etwas schneller ins Ziel einzufahren.